Wir fragen heute, was Leute vom Gendern halten. Wichtig und richtig. Das ist scheiße. Da stellen sich bei mir die Nackenhaare hoch. Also ich bin Erzieherin und ich finde es wichtig, selbst schon im Kleinkindalter. Inwiefern sollte es die deutsche Sprache zerstören? Das ist ja einfach nur etwas drangehängt. Gendern. Was ist? Was geht, Friends? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leo wie immer hinter der Kamera und Leute, heute fragen wir mal die Leute. Es ist grün. Heute fragen wir mal die Leute aus Freiburg, was sie vom Gendern halten. Warte, erst den zweiten Gang. Wir von Pädagogisch Wertvoll sind natürlich für Gleichberechtigung von Mann und Frau und wir fragen uns, ob Gendern wirklich dafür sorgt, ob Männer und Frauen gleichberechtigt werden und halt auf gleicher Ebene stehen. Mal schauen, was die Leute dazu sagen. Wie findest du denn das Gendern? Wie sie es Gendern finden? Ja. Nochmal, was? Do you know the German thing Gendern? Was hält ihr davon? Nichts Gutes. So. Wisst ihr, was Gendern ist? Zum Beispiel, wenn man sagt Wissenschaftler und dann gibt es nochmal, wenn man sagt WissenschaftlerInnen. Ah, dass so alles doppelt geschrieben wird überall. Okay. So männlich und weiblich hingeschrieben wird mit so diesem Sternchen. Wie sie es Gendern finden? Wieso muss ich jetzt... Alter, ihr Penner! Wenn ihr einen Text schreiben müsst und ihr die ganze Zeit das Wort innen hinten dran hängen müsst, ja. Was ist eure Meinung dazu? Findet ihr es gut? Findet ihr es zerstört die deutsche Sprache? Findet ihr, dass es... Inwiefern sollte es die deutsche Sprache zerstören? Das ist ja einfach nur etwas drangehängt. Wait a minute! Ich finde, das ist nicht so viel Aufwand. Ich habe angefangen, das zu benutzen, dann höre ich jetzt auch nicht mehr auf. So. Wir fragen, was Leute vom Gendern halten. Boah, lass mich wisst ihr, was das ist? Oder das ist so, es nervt mich ein bisschen, weil ich habe zum Beispiel eine Lehrerin, weil ich habe gar nichts gegen Schwule oder Lesben. Mhm. Ich störe mich nicht, weißt du? Aber dann nervt es mich, wenn diese Gendern, ich sage einen Artikel falsch und die kommen mir direkt so, Homo, shit. Ich bin gegen Schwule und so, das stört mich ein bisschen. Aber sonst sollen die machen, was sie wollen. Wenn man Wissenschaftler hört, denkt ihr an beide Geschlechter? Schon, ja. 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 Also ich finde, man braucht es nicht unbedingt. Ich spreche nicht Deutsch. Ach so, okay. Englisch. French. Do you like German language? Is English better or French? French or German? It's better because it's easier. English is easier, I think. Yeah. Is German too complex? Yes. Sex. Sex. Geschlechtsverkehr. But and English, we can speak all the country. Was du von Gendern hältst? Ist mir eigentlich relativ. Also ich bin Erzieherin und ich finde es wichtig, selbst schon im Kleinkindalter. Was ist Gendern? Gendern. Was ist? Wie findet ihr jetzt, wenn ihr einen Text schreibt und dann jedes Mal SchülerInnen schreiben müsst oder LehrerInnen? Relativ egal. Ja, ich meine, es gibt keine richtige Form, weil die Leute sich nicht wirklich einigen können. Ich weiß nicht mehr, wer genau, aber irgendjemand hat einen Vorschlag gemacht mit Ens, weil es die Mitte von Mensch ist. Die Endung Ens, der Mittelteil von Mensch. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ens Käufens und Ens Einkaufskorb. Was, Bruder? Ja, wie findest du das Ens? Findest du es gut in der Sprache oder nicht? Es ist anscheinend heutzutage zu gebrauchen, so, aber mir persönlich ist es egal. Dass man es den Kindern beibringt, das Gendern, damit die es halt von Anfang an in ihrer Sprache haben. Ja. Also ich finde es Gendern auch sehr wichtig. Ich finde es jetzt auch im Studium müssen wir gendern in den ganzen Texten. Und auch wir müssen gendern und auch wenn wir sprechen, das finde ich an sich wichtig und richtig. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Schüler ist heißt alle. Also findet ihr, wenn Schüler der Plural angesprochen wird, dass ihr damit beide Geschlechter meint in eurem Kopf? Ja. Ja. Also komplett egal, wenn es die Sprache auf Ens umgestellt wird und man halt so spricht dann im Endeffekt. Ist das halt so. Für sich selbst muss man das ja nicht ändern. Es ist dann halt nur, wenn man recht viel Kontakt hat mit Leuten, denen das wichtig ist, sollte man das dann halt beachten. Wisst ihr nicht, was Gendern ist? Nein. Wisst ihr, was Gendern ist? Nein. Kennt ihr das, wenn Leute sagen, WissenschaftlerInnen, um beide Geschlechter anzusprechen? Ach so, diese LGBTQ. Ja, ja. Keine Meinung dazu. Keine Meinung dazu. Ich habe auch mal gehört von einem anderen Ausdruck, wo man alles einheitlich macht mit Ens. Haben wir jetzt keine Erfahrung im Studium, würde ich sagen. Ich finde, der Schritt, allein schon mal dann die weibliche Form mit allen beziehen, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Scheiße, Leo, Mann, wir sind wieder 1,5 Stunden unterwegs und hey, Leute, wir geben uns ganz, ganz viel Mühe. Also abonniert gerne den Kanal und gebt einen Daumen nach oben, damit weiterhin so welche geilen Videos kommen. Und hey, Leo, siehst du die Glocke? Aber hallo! Nee, ich auch nicht. Das liegt daran, Leute, dass ihr die Glocke erst aktivieren müsst. Und dann seht ihr auch immer unsere Videos, wenn sie rauskommen. Müsst ihr in der Schule gendern? Nee, aber eben meine Klassenlehrerin war lesbisch. Interesting. Dann kam die direkt immer ein Artikel falsch auf zu gendern, weißt du? Das hat mich gestört, mehr nicht. Do you speak French? Yes. And what is with French with the article? What? What's your problem, Grim? Ethique français. It's auch schwierig. It's auch sehr schwierig in French. Wir fragen, wie sie das Gendern finden. Keine weiß. Wissen es nicht? Nein.
Keine weiß. Gibt's auch der, die, das? Keine weiß. Not le das, is. Not das, not neutral. Just le, la. Le, it's masculine and la, feminine. And we have plural is le. Leute, ihr glaubt nicht, was Leo und mir gerade passiert ist, ohne Spaß. Hä, wir sind schockiert, dass sowas in Freiburg passiert, gell? Und zwar war das so, wir machen ja gerade unsere Straßenumfrage. Wir laufen vorbei an einem alten Mann und zwei jungen Mädels. Und wir wussten genau, dass der alte Mann nicht zu diesen Mädels gehört, weil der hat so mit denen gequatscht. Wir haben gedacht, er will denen was verkaufen, deshalb sind wir stehen geblieben und haben auf den Mann gewartet, um mit dem zu reden. Es war dann aber so, dass der Mann mit den Mädels weiter weggelaufen ist in so eine Gasse. Wir standen ein bisschen weiter weg und haben denen zugeschaut. Und dann ist ein Mädel ist durchs Wasser gelaufen. Also einfach durchs Wasser gelaufen, dann sind die angehalten, die hat ihre Schuhe ausgezogen und der alte Mann hat ihr einen Zehner gegeben. Hey, ihr müsst echt wirklich aufpassen. Passt auf eure Kinder auf, passt auf eure Kinder auf und passt auf euch selbst auf. Wir sind dann auch zu den Mädels hingegangen und haben gefragt, was der von denen wollte. Und er wollte halt von denen, dass sie durch den Bach laufen und der gibt denen dann Zehner. Und ich schwöre, ich bin fest davon überzeugt, der Typ wäre da geblieben, hätte er uns nicht gesehen. Passt auf euch auf, Mann. Oh, pädagogisch wertvoll. Wir fragen heute Leute, wie sie es gendern finden. Was ist Genders? Kennt ihr Gendern nicht? Nee. Wie finden sie es gendern? Nur wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Also, mir ist es eigentlich egal. WissenschaftlerInnen, sagt euch das nicht? Doch, ja. Hallo da. Ihr macht sowas in der Schule? Nee. Gar nicht populär? Nee. Ihr müsst ja zum Beispiel auch öfters Texte schreiben. Ja. Findet ihr es dann gut zu gendern oder findet ihr es in dem Fall viel zu kompliziert? Also ich persönlich in meiner Bachelorarbeit zum Beispiel macht man es ja auch. Da habe ich es halt in der Einleitung einfach mal verallgemeinert, um dann halt einfach die eine Form zu nehmen. Ich finde es gut, ich finde es auch jegliche Form zu sehen. Es erschwert manchmal nur das Leben. Also ich finde es übertrieben, wie es gelebt wird. Grundsätzlich ist es okay natürlich, dass man respektiert, dass es unterschiedliche Geschlechter gibt. Aber wie es in der deutschen Sprache dann jetzt hier so gelebt wird, finde ich nicht so cool. Muss man in der Bachelorarbeit gendern? Das weiß ich nicht genau. Sollte man, glaube ich, ja. Sollte man, ja. Und was ist, wenn man es nicht macht? Ja, weiß ich nicht. Kommt dann auf den Dozenten an wahrscheinlich, oder? Also wenn ich zum Beispiel sowas höre wie Gästin, oder da stellen sich bei mir die Nackenhaare hoch, weil ich denke, jede Frau ist auch mit Gast sozusagen abgefangen und respektiert. Also Jen hat keinen Lehrer von euch? Cola! Wie cool ist das bitte? Krass, wusste ich, dachte, es wäre voll im Kommen. Wir lernen Parabel und Mathematik. Ja, alles, was man nicht braucht, ist für das Leben. GPQ-Formel, kannst du die? Nee. Weiß ich mal die binomische Formel. Was sagst du, Pythagoras? Fragst du mich was, keine Ahnung. A Quadrat minus B Quadrat ist gleich. Zack, falsch rum. Mir ist es eigentlich egal. Man soll es halt nicht übertreiben. Jeder soll machen, was er will, aber die sollen mich damit nicht so richtig reinziehen, so, weil ich will das nicht. Und ich will nicht mehr. Gendert ihr in der Schule? Ja, aber auch nur manche Lehrer, also manche. Also ich finde, die Menschen sollen so reden, wie sie möchten. Sprache ist etwas Lebendiges, was sich entwickelt. Wie fly ist eigentlich die Tagesschau? Für mich, also zumindest das Gendern mit der Pause ist nichts. Ich sag immer dann Schülerinnen und Schüler oder Kinder oder Ähnliches. Ja, das ist einfach meine Meinung dazu. Aber ich finde es auch wichtig, dass beide Geschlechter auch genannt werden in manchen Fällen. Das heißt in manchen Fällen, in allen Fällen. Aber eben das mit diesen Pausen oder dem Klickgeräuschen oder Ähnliches bin ich jetzt nicht so der Fan von. Do you know the German thing gendern? No. No? No, I don't. Okay, thank you. That was all. Wir haben heute gemerkt, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Viele sind dafür, viele sind dagegen. Was meint ihr? Schreibt gern in die Kommentare, Leute, was ihr vom Gendern haltet. Wir haben zwei Kommentare in die Kommentare gemacht. Einen fürs Gendern und einen gegens Gendern. Sprich, like den Kommentar, den ihr für richtig haltet. Das war's mit dem Video. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Hey, darf ich jemanden grüßen? Ja, ihr dürft jemanden grüßen, klar. Ich grüße Mini-ABK. Ich grüße Dillo, seinen Vater.